Ja, Mette Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute machen wir weiter mit den Clips vom 9.8. aus dem Stream. Der hat ja schon sehr utopisch angefangen in der ersten Folge. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ja, ich hoffe wirklich, da kommen jetzt gleich keine NPC-Streams, ne? Wenn er da gleich als NPC da hockt, da bin ich raus. Bin ich nicht, aber ich wäre es gerne. Selbst das nicht. Auf jeden Fall. Ich würde gerne die gleiche Frage wie letzte Folge nochmal stellen. Guckt ihr Football? Ja, nein. Wenn ja, schreibt was Süßes in die Kommentare dazu, dann quatschen wir ein bisschen. Dürfen die Leute hier nicht nerven, die kein Football gucken oder nicht drüber reden möchten. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, schaut auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung oder auf dem Kanal, da gibt es noch die Abstimmung zu den Livestreams. Ich würde sagen, ich lasse einfach die Woche noch laufen, weil diese Woche wird es eh nicht passieren, also kann man es auch ruhig noch laufen lassen. Könnt auch gerne unter dem Post Anregungen schreiben, was ihr gern sehen würdet. Wie gesagt, ich würde einfach mit Hater-Quizzes anfangen und dann mal schauen, was die Zukunft so zeigt. Aber wenn ihr was anderes sehen wollt, ne, könnt gerne mal schreiben. Dann schauen wir mal, ob sich das umsetzen lässt. Wie gesagt, bleibt in den Rahmen von, sagen wir mal, 45 bis 45 Minuten. Das wollte ich sagen, meine Fresse. In dem Rahmen bleiben. Und dann ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die nächsten Clips an. Ich suche schon den nächsten Matchpartner. Mit der Kraft des Mutes. Bitte Matchdrache. Ja, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch. Wir müssen jetzt richtig raushauen. Hallo. Hallo? Geht's gut? Ja, gut, dann komm selbst. Ja, passt. Ich mache heute ein paar Matches. Hast du Lust? Ja, können wir. Warum schreiben alle Red Flag und schreiben geh raus? Ja, das sind meine Hater. Die gehen immer auf die Leute und schreiben dann, hör, geh raus und so und geh da nicht rein und match nicht mit dem. Raus, Weil raus. Hä, die. warum soll ich raus? Hä? What the fuck? Ja, das passt denen immer nicht, dass ich mit Leuten matche. Der Arme. Meine Leute schreiben der Arme. Ja, Egal. die sind Frag. echt übel, Frag die nicht. Leute. Renn weg. Raus da. Raus, bitte raus. Er ist das Schlimmste. Er hat schlimme Dinge getan. Ich habe mich in der Vergangenheit verteidigen müssen gegen Hunderte und Tausende von Leuten. Und ja, ich habe mich nicht immer perfekt verhalten, definitiv nicht, aber viele Sachen, die mir vorgeworfen werden, sind komplett aus der Luft gegriffen und stimmen überhaupt nicht. Ja, ich So. weiß, was du meinst. Sie ist aber hübsch, schreibt Jessie gerade. Oh, danke schön. Ja, ich mach's immer so. Vanessa. Also erstmal, ne, warum muss er andauernd dieses Tattoo reinhalten? Ich meine, Rainer weiß zu 100%, was dieses Symbol auf seiner Hand bedeutet. Ob er es wissentlich gemacht hat oder nicht, weiß man nicht. Aber wenn ich doch weiß, jo, das Symbol auf meiner Hand, das ist wirklich unterste Schublade, wirklich komplett unten. Tiefer geht's gefühlt gar nicht mehr. Dann halte ich das nicht permanent in die Kamera, oder wenn ich das gar nicht wollte. Ich würde das nur in die Kamera rein, wenn ich stolz drauf wäre. Na klar, er hat gesagt, dass ihr euch sucht mit der Kraft des Mutes einen neuen Matchpartner. Was auch immer das mit Mut zu tun hat, weiß ich nicht. Aber dann würde ich das doch nicht ganz erzeigen. Also das ist schon ein Indiz, sage ich mal, was schon gegen diese Theorie spricht, dass Rainer nicht weiß, was draufsteht oder es nicht vorher nicht wusste, weil sonst würde es nicht die ganze Zeit zeigen. Naja, sei es drum. Kann jeder seine eigene Meinung haben. Schreibt gerne eure in die Kommentare mit dem neuen Fact hier, sage ich einfach mal. Und ja, aber ihr Blick, ne, an direkt am Anfang, wenn Rainer reinkommt. Es kann auch keiner reingeschrieben haben, geh raus da, bla bla bla, ne? Die Hater sehen jetzt gleich auch sie zum ersten Mal. Aber ihr Blick, ne? Ich finde, der hat schon Bände gesprochen. Ja, und dann wieder das komische, das typische Durchrattern bei ihr. Und dann kommt wieder der typische Monolog. Ja, meine Hater, tausend verteidigen, stimmt alles gar nicht, bla bla bla. Wir wissen es besser, sie leider nicht. Aber ich versuche mich immer so in die Leute reinzuversetzen. Stell dir mal vor, so wie sie, ne? Weiß ich nicht, sie kommt von der Arbeit, von der Schule, keine Ahnung, wie alt sie ist. Chillt sich so aufs Bett. Uff, ja, Schule ist, war kurz nach 8. War wahrscheinlich eher von der Arbeit oder war unterwegs, was weiß ich, ist auch scheißegal. Du chillst dich dahin, denkst, komm, machst ein paar Matches, gönnst dir ein paar den einen oder anderen Euron und dann kommt Rainer rein. Und du wirst komplett zugespammt. Mit tausend Sachen, tausend Anschuldigungen. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich darauf reagieren würde.
Erst recht, wenn ich noch sogar noch neu in diesem Internet bin. In diesem Internet, Digga, ich bin ganz weg, 70. Wenn man neu im Social Media Business ist, sag ich mal, und das gar nicht weiß, was im Chat abgeht, wenn du irgendwie live gehst. Ich wüsste, wie gesagt, nicht, wie ich reagieren würde. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Stell ich mir vor, ihr kennt Rainer nicht, ne? Ihr habt auch nichts mit irgendwelchen. Sagen wir mal wirklich, ihr guckt nicht mal YouTube aktiv. Ihr chillt einfach nur auf TikTok, schaut euch, weiß ich nicht, lustige Vines an, was weiß ich. Denkt, oh, Matchen, hatte ich auch mal Bock drauf. Und da kommt Rainer rein und das Karussell geht los. Wie würdet ihr reagieren? Person wird jetzt auch wieder angegriffen, aber ich mache jetzt direkt weiter. Leute, ich habe jetzt einfach eine andere Strategie, was das Matchen angeht. Ich haue jetzt einfach raus ohne Ende. Wie frage ich da an? Das weiß ich gar nicht. Kannst du überhaupt schon matchen? So, das Ding ist, ich würde einfach mal gerne diesen Clip mal benutzen, um mal was zu sagen. Und zwar, wenn Leute wirklich bei Rainer zufällig reinkommen. Die Leute kennen Rainer nicht, Rainer kennt diese Person nicht. Und wenn man dann sofort drüber geht und sie bedroht, bla bla bla. Ich finde das nicht gut. Auch da ist so vorgeschrieben, ja, wir schicken dir was nach Hause, bla bla bla, du kriegst einen Shitstorm ab, was weiß ich, was da alles reingeschrieben wurde. Bestimmt sehr viele Sachen, die sehr angsteinflößend sind, wenn man sich damit nicht auskennt. Deswegen also, wenn die Leute reinkommen und die gehen sofort wieder raus oder die sagen nichts, bla bla bla, weil die sind auch, so wie rein in diesem Match, erstmal gefangen. Die starten ja, sobald die sehen, starten die sofort. Und da kann sie wirklich, oder generell jede Person, ist ja nicht nur sie, noch gar nicht wissen, wer Rainer ist so. Klar, wenn Leute im Match sind und die machen einen auf dicke Hose mit, ja, hey, der soll noch kommen, alles scheiß, bla bla bla, ich bin stärker als die, bla bla blub, oder Rainer weiter eine Bühne bieten wollen, nur weiter mit Rainer matchen wollen, würde ich sagen, okay, ne, guck mir, das wurde angekündigt, guck mir, das kommt. Aber ja, wenn die Leute wirklich rausgehen, will ich nächstes Mal mit Rainer machen und so weiter, dann lass sie in Ruhe. Es macht halt keinen Sinn. Das schadet nur unserer Sache, sage ich mal, weil wir dann uns einen Ruf aufbauen, den man nicht wirklich haben will. Aber Rainer natürlich sofort wieder, vorzeitig runtergeladene, nächstes Match. Jetzt gehen wir wieder ins Land der Verschwörungstheorien. Ich nehme euch mit, keine Angst. Rainer hatte Internetprobleme. Der Stream war mehrere Minuten weg, kam wieder, war weg. Und jetzt beim letzten Mal, als es wieder kam, bevor es wieder geht, hat Rainer die Kamera zugehalten. Es ist kein Schmuddelbild, es ist Rainers Hand. Ich weiß, auch sehr, sehr angsteinflößend. Aber ja, kann es sein, dass gerade jemand bei ihm im Raum ist, dass er gerade mit jemandem redet, der ihm gerade vielleicht hilft, am Handy Sachen zu fixen? Aber warum sollte er die Kamera zuhalten? Das macht ja gar keinen Sinn. Es wird ja nur Sinn machen, wenn er gerade Hilfe bekommt von jemandem, der sich gerade neben ihn gesetzt hat oder das Handy genommen hat. Vielleicht ist es auch gar nicht Rainers Hand, wer weiß. Und versucht hat, das zu fixen. Weil wir wissen ja, Rainer, das ist nicht so der Technik-Lord, will ich jetzt einfach mal sagen, um es nett auszudrücken. Ja, es wäre wirklich so, als würde jemand neben ihm stehen, ne? Und er will halt nicht, dass es, wenn es plötzlich wieder geht, dass man die Person sieht, die gerade neben ihm sitzt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem kleinen Detail. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, denkt, meint, kommentiert. Jo, Stimme aus dem Off. Ich muss den Clip so ein bisschen nachsprechen. Und zwar, Rainer ist mit einem Typen am Matchen und er fragt ihn halt, ja, wie hat das Ganze angefangen, bla bla bla. Und Rainer hat dann halt wieder seine gewohnte Schallplatte rausgeholt, bla bla bla. Er will nicht aber noch im Erklärungs- oder Kommentierten, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist jetzt viel verpasst. Einfach nur, ja, Rainer hat seine Geschichte erzählt. Er hat ganz am Anfang angefangen. Also, tja, mit dem Forum, wo er angeblich meinte, dass seine Schwester da angegriffen wird, bla bla bla. Und dann hat er weitererzählt, dann vor seinem Haus, mehrere Leute, selbstverteidigen, pipapo. Auf jeden Fall, damit ihr Bescheid wisst, den Clip muss ich leider rausnehmen, weil ja, Rainer hat da ein paar unschöne Sachen erzählt und ich glaube, das wird YouTube nicht so ganz gefallen. Deswegen, sicher, sicher, habe ich es jetzt nacherzählt. Und ja, viel Spaß. Ich finde es immer sehr interessant, wenn Rainer gefragt wird, warum hast du Hate, wo er anfängt und wie er Sachen beschreibt. Erstmal natürlich die Sache mit dem Forum damals. Das war, wie gesagt, ich war nicht live dabei, ich habe es nur durch euch erfahren, es stand aber ziemlich oft so in den Kommentaren, also unabhängig voneinander. Dass halt die Schwester gar nicht von einer PC-Computerstimme aus dem Forum angerufen wurde, sondern von einer aus dem Dorf, denen Ramona halt Geld geschuldet hat. Warum Rainer jetzt auf diese Idee kam,
dieses Forum anzugreifen, keine Ahnung. Aber da glaube ich, sein Beschützerinstinkt ein bisschen durchgekickt, weil er der große Drache ist, ne? Der Superheld in seinem Anime, sage ich ja immer. Aber ja, diese Geschichte generell damals, ne? Wie er da auch zur Polizei gegangen ist und so weiter. Und natürlich auch die ganzen Fragen wusste, weil man musste 5 Fragen zum Thema beantworten. Und die wusste er natürlich alle. Ganz komisch. Hat vielleicht mit den Wäscheklammern zu tun, weiß ich nicht. Aber ja. Ich finde es immer, wie gesagt, sehr, sehr interessant, wo er anfängt und wie er Sachen beschreibt. Ja. Und ich finde aber auch sehr interessant, noch ein kleiner Nachtrag. Ich meine, jetzt durch die Rudi-Tapes, ne, wissen wir ja, und aufgrund der Wäscheklammern, wissen wir ja, dass Rainer schon vor YouTube, schon lange vor YouTube, auch vor der PC-Computerstimmen-Aktion, in diesem Milieu unterwegs war. Und dass er ganz zufällig auf diese Seite gekommen ist, also dieses Forum, das glaube ich ihm jetzt absolut gar nicht mehr. Er war vorher schon ein bisschen, ja, es ist Rainer, ne? Man kann es nicht das Gegenteil beweisen, aber man glaubt ihm aber auch irgendwie nicht. Aber jetzt mit den neuen Infos würde ich schon sagen, dass er da selbst aktiv war, höchstwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Und ja, das wollte ich einfach nur mal als kleinen Nachtrag dazu geben. Weil er sich jetzt wieder so aufführt, als wäre er gegen das Böse gefühlt. Was ist eigentlich an der Aussage dran, dass mich Monte auf die Gamescom eingeladen hat? Ja, gestern haben die Leute bei mir reingeschrieben. Ich bin gestern nicht mehr drauf eingegangen und habe nicht mehr dran gedacht bis gerade. Irgendjemand hat es gestern geschrieben. Jetzt wollte ich gerade mal googeln. Aber ich finde tatsächlich nichts. Solle dich bei ihm melden, glaube ich. Wo hat er das geschrieben? Oder wo hat er das gesagt? Ich kann mich bei ihm gar nicht melden. Ich wüsste gar nicht wie. Monte Ehrenmann. Monte ist super. Spitzenkerl. Monte darf doch gar nicht mehr auf die Games kommen. Was? Der darf nicht auf die. Was? Wieso darf er nicht auf die Games kommen? Das halte ich für unwahrscheinlich. Ist doch einer der größten Streamer. Mach doch Video. Das Depris-Angebot recht. Was? Er will mit dir nichts machen. Ja, also gestern hat mir immer was anderes geschrieben, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Wegen Sicherheit zu viele Leute hat er im Stream gesagt. Okay. Ich hoffe, er kommt. Mit Monte mal matchen wäre auch witzig, glaube ich. Das dürfte auch, oh, Drachenlord und Monte, das dürfte mal Ultra-Match werden. Also Drachenlord und Monte in einem Match, ne? Ich will es mir bitte nicht, wirklich bitte, bitte nicht, weil das wird viel zu viel Aufmerksamkeit auf den Dicken werfen. Aber das ist fake. Ich, wie gesagt, das hat er letztes Mal schon gesagt und ich habe gegoogelt, ich habe wirklich gesucht nach dieser Aussage. Leider hat Monte die VODs auf nur für Subs gestellt. Deswegen kann ich nicht direkt in den VODs gucken vor dem Tag. Aber mir haben auch schon Leute reingeschrieben, jo, Monte hat gerade auf dich reagiert, bla bla bla. Ich, ja, natürlich. Natürlich reagiert er auf ein Drachenlord-Video und dann auch noch von mir eins. Aber kurz habe ich gedacht, echt? Sicher, also ganz ehrlich, als ich den Kommentar zum ersten Mal gelesen habe, da war der irgendwie 2 Minuten alt, als ich den gesehen habe. Ich bin auf Twitch gegangen, wirklich. Ich habe geguckt, jo, guckt Monte gerade mein Video. Weil das ist der Push des Todes, ne? Aber naja, wie gesagt, das ist fake. Ich habe dazu nichts gefunden. Aber dass sich da natürlich direkt Birella einschaltet, ne? Also Broni Unterschicht live. Wie gesagt, also die Frau, ja, selbst Rainer, der wirklich geil auf sie ist oder war, ne, hat einfach keine Lust mehr auf sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Rainer hat auf eine Frau keine Lust, die mit ihr matchen würde, ne? Ich glaube, Birella würde nicht nein sagen. Weil das ja immer viel Trube gibt und viel Geld im Umkehrschluss. Aber ja. Aber die Fantasie alleine davon, wie Monte und Drachenlord matchen, ist schon irgendwie nicht schlecht. Ja gut, das war's mit dem zweiten Teil von diesem Stream. Diesmal ist ein bisschen mehr passiert als sonst. Ja, würde ich das Intro gerne nutzen, um einmal den Superfangs-Leuten Danke zu sagen. Wie gesagt, also, dass jemand Geld ausgibt für etwas, was umsonst ist, ist wirklich das größte Lob, was man haben kann als Content-Creator. Deswegen vielen, vielen Dank. Einmal Mrs. Einhorn-Prinzessin mit Danke für deine Videos. Ich hoffe, wir bekommen in Zukunft weiter Matt geliefert. Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Grüße zurück, ich bin nicht allzu weit entfernt. Auf jeden Fall, ne? Das wird hier weitergehen, bis der Dicke weg ist. Auf jeden Fall.
Und dann haben wir noch die Bundesautobahn 7 mit 5.000 Kronen. Ich habe zuerst wirklich, ich bin zuerst vom Glauben abgefallen, ne? Aber wenn es 5.000 Euro gewesen wären, das wäre zurückgegangen. Das hätte ich nicht annehmen können, auf gar keinen Fall. Und zwar, Bundesautobahn schreibt, das nennt sich Superfangs, weil es einen Superchat nur beim Livestream gibt. Ich verstehe, okay. Was Herr und Frau Drache betrifft, vielleicht wird es bei, ja gut, kein hohes IQ eben Screenshot machen. Danke dafür, aber ich habe dir selbst geantwortet, also die haben wir das so bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem zweiten Teil des Streams. Diesmal ist ja, wie gesagt, viel passiert, deswegen freut mich sehr, dass Rainer mal wieder ein bisschen was liefert. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, die Football-Frage zu beantworten. Und dann sehen wir uns hoffentlich da. Haut rein!